Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Infected. So, liebe Leute, Dach habe ich jetzt noch nicht fertig, aber zumindest ein bisschen Holz geholt. Wir bauen mal eben hier oben. Den Zaun hier fertig. Vielleicht schützt er ja zumindest ein bisschen. Und ich würde mir gerne noch ein bisschen Rüstung herstellen, auf jeden Fall. Falls wir hier in der Schwarmnacht in Schwierigkeiten geraten. Was ist das denn hier mit dem Stock? Gib mir her, bevor alles durcheinander backt. Oh, hier muss ich lang. Das heißt, wir müssen so einiges an Tuch und Kevlar herstellen. Dann wollen wir mal schauen, wie wir uns hier noch schützen können mit ein paar Steinmauern. Viel Arbeit noch auf jeden Fall. Bis zur nächsten Schwarmnacht. Was haben wir denn? 57. Also haben wir eigentlich nur noch so 2,5 Tage Zeit. Das wird eine knappe Kiste. Aber wir schauen mal, wie wir es hinbekommen. So, Stein nehmen wir ruhig mit. Können wir ein paar gebrauchen. So, hier nur noch einen, dann haben wir das schon durch. Das ging ja doch recht schnell. Ja. So ist es zumindest von den Seiten ein klein bisschen geschützt. Ich könnte da drüben sogar noch eine hinbauen. Warte mal. Ach du Scheiße, bleib hier. Ja, warum nicht? Wird nicht allzu viel bringen, aber ich würde es mal versuchen. Guck mal her, die Holzbrüstung. Kommst du nicht hoch, ne? Scheiße. Aber hier. So, ist die Seite schon mal durch? Müssen wir nur noch drüben hin. Oh, hier gilt es ein bisschen mehr zu schützen. Yay. Oh, alter Schwede. Dann hoch auf den nicht vorhandenen Fallschaden. Ist ja ein Gelatsche. Oh. Alter. Nein. Zu weit gesprungen. Kannst du richtig Spaß haben hier. Reinster Erlebnispark. Ich schätze mal, die Stämme werden nicht so ganz reichen. Und das ist noch gut gemeint. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und Nummer 6. Oh Gott, da müssen wir noch mal ein bisschen was holen. Komme nicht drum rum. Ziegel habe ich schon auch ein paar vorbereitet. Immerhin. So, das war's schon wieder mit den Stämmen. Dann können wir vielleicht noch die eine oder andere Wand aufwerten. Bevor es hier darum geht, mal ordentlich Prügel zu beziehen. Ja, so ganz viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ziehst du einmal mit dem Wagen los? Dann sollte das schon fast passen. Ja. Der Nervklotz da.
ist denn mit dem? Oh. Irgendwo höre ich einen Bären. Das ist schon nerviger. Der soll mal bleiben, wo der Pfeffer wächst. So. Ist der Wagen schon wieder voll? Abgedüst. Weitergebaut. Dann schauen wir mal nach der Rüstung. Boah, scharf. Achso, ich habe noch Essen und Trinken auf dem Herd, da muss ich mich da auch nochmal drum kümmern. Ansonsten ist so eigentlich ganz vernünftig geworden hier die Base. Problem ist halt ein bisschen die Sicherheit. Die geht uns so ein bisschen ab. Aber mal schauen, wie wir uns durchschlagen können. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, die Wambis, die machen, was sie wollen, ne? So, ist fertig. Sieht doch auch gut aus. Kurz mal von unten gucken. Ja, so sollte es doch sein. Bis auf das schäbige Dach, was ich immer noch nicht ausprobiert habe. Da brauchen wir aber auch wieder einen Haufen Material für. Brauchten wir da Loks oder brauchten wir da Bretter? Ich weiß schon nicht mehr. Ja, beides. Und 10 Lehm. Gut, Lehm hätten wir natürlich jetzt da. Oh, scheiße. Wie komme ich denn da jetzt dran? Von hier? Ist ja gar nicht mehr so einfach, die Loks hier drauf zu kriegen. Müssen wir gleich noch welche holen. Jetzt machen wir uns aber erstmal ein bisschen Rüstung. Ein paar Tücher habe ich mir sogar schon hergestellt. Aber wir brauchen jede Menge Pflanzenfasern. Rindenmulch. Und Plastik ohne Ende, was ich nicht so geil finde. Ein bisschen Rindenmulch nehmen wir noch mit hoch. Unser Webstuhl. So, und zwar brauchst du 25. 15, wenn mir das täuscht. Ja. Für 5 Tücher. Ja, ich glaube, das passt erstmal. Um Kevlar herzustellen, echt eine schweineteure Sache. 9 Tücher, 9 Plastik und 30 Fasern für 3 Kevlar. Alter Schwede. Neunmal Plastik. Sekunde. Das heißt, noch mehr Rindenmulch und einiges an Ölkannen. Mal gucken, wie weit ich da komme. Plastik war kein Bündelgegenstand, ne? Sorry, muss mal hingucken. Doch. Sehr gut. 15 Ölkannen, 25 Rindenmulch. 15 Ölkannen. Ist ja wieder eine Friemelei. 25 Rinde. Jupp. 5 Plastik.
Machen wir doch glatt nochmal das Ganze. So. Das heißt, 9 mal Plastik, 9 mal Tuch. Gott, sich die ganzen verschiedenen Sachen hier zu merken, so gar nicht mal so ohne. Und ich glaube, 30 Pflanzenfasern. Jawohl. Für 3 Kevlar. Alter. Und aus dem Kevlar, um es völlig zu übertreiben, müssen wir ja, eigentlich brauchen wir 10. Boah, Schafe, gib mir nicht auf den Sack. Und hier auch 8. Also wir brauchen echt unendlich viel, aber so einen Brustpanzer würde ich mir vielleicht herstellen wollen. Kevlar ohne Ende, aber jetzt müssen wir erstmal was essen. Gott, dauert das ewig. Ja. Junge, geh mir die Schafe hart auf den Sack. Das machen die ja mit Absicht. So, also, hab ich noch genug Tücher? Habe ich noch? Plastik brauche ich jetzt noch so einiges. Also wieder ohne Ende Ölkannen. 30. Und 25, ne? Ja. Nochmal 15 und 25. Boah. So, dann haben wir 16, brauchen wir noch 2 mehr. Also nochmal 6 Öl. Ich muss ein bisschen aufteilen, das können wir jetzt nicht alles merken. 3 Öl. Und 5, ne? Jawohl. So, dann lass uns daraus jetzt erstmal wieder Kevlar machen. Plastik, 9. 9 Tuch. Und 30. So, heißt, wir brauchen jetzt wieder Tücher. Neun Stück und jede Menge Pflanzenfasern. Ach, was so. Pflanzenfasern haben wir hier. Haben wir ja Gott sei Dank ohne Ende. Ist das ein Aufwand? Ja? Mal ehrlich. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was Tücher waren. Scheiße, dann muss ich nochmal kurz gucken. Und 25. Gott, Entschuldigung. 25. Dann haben wir wieder hier. So. So. Und 30. Ein Kevlar brauchen wir noch und noch diverses an Tüchern. Wow. Ja.
Habe ich jetzt alles? Warte mal, 15. Gottes Willen, ey. 5 Tücher. Jetzt fängt es langsam an, kann ich mir gar nichts mehr merken, bin ich so durcheinander. Ach, 3 Plastik, scheiße. 3 Tuch, 3 Plastik, 10 Pflanzenfasern. Ein Rüstungsteil. Ist unser komplettes Öl über 100 Stück fast aufgebraucht hier. 3. Und es dauert auch bloß eine halbe Stunde. Aber naja. Das heißt, die Hosen oder den Beinschutz vielmehr, den können wir uns nicht mehr leisten. Das ist mir einfach zu teuer. Versuche ich mal so über die Runden zu kommen. So, 3 Plastik. Alles klar, wir haben 10 Kevlar. Freut mich sehr. Leute, es ist ein Drama. Und jetzt nur noch 5 Tücher, dann sollten wir es haben. Habe ich noch genug? 3 Tücher brauchen wir tatsächlich noch. Zweimal. Drei. So. Wenn wir das jetzt hier zusammen reinschmeißen würden. 10 Kevlar, 5 Tuch. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie viele Pflanzenfasern 10. Ach Leute, ernsthaft? Ja, wer sich das merken kann, 5 Tuch, 10 Kevlar. Achso, Werkbank. Oh, Alter. Was macht denn das Schaf mit mir? Habt ihr das gesehen? Ein totes Schaf. So. 10 Kevlar. 5 Tuch. Ein Körperschutz. War ja gar nicht so schwer herzustellen. Habe ich den jetzt gleich an? Ja, Brustschutz. Okay. Wow. Das hat lange gedauert. Lass mal den Kran hier erstmal wieder wegrollen. Dann gucken wir vielleicht nochmal kurz nach dem Dach. Geht das hier noch rein. Und das hier wieder rein. Und verstärken. Ach, so einen Hammer brauchen wir noch, ne? So einen Aufrüsthammer. Ja, tatsächlich habe ich den nicht mitgebracht aus der Base. Von Konstruktion. Ein Stock und ein Eisenbahn. Naja, gut. Ein Stock, ein Eisenbahn. Hast du wieder nicht geguckt, wo du den baust, ne? Ja. Ach so. Mann. So. Jetzt aber. Da ist das Ding.
Hole ich mir mal die Ziegel ab oben. Trocken sind die ja, da muss ich dann noch mal ein paar machen. So, wo kommst du jetzt wieder her, mein Guter? Das ist immer die spannende Frage, in welcher Ecke er sich jetzt gerade verkriecht. Hallo? Oh, scheiße. Ich sehe hier oben gleich irgendwo. Nee. Ach, da unten ist er. Ja, den Weg nicht gefunden, weißt du. Ja, ich komme eine Sekunde. Hallo? So. Gerade schon mal hier sind. Nehme ich hier mal schnell zwei Bäume auseinander. Und wir bauen mir eben die Rampe. Ne? Ich weiß, so früh schon. Oh Mist. Dass man mit den Schalten aber auch nicht springen kann. So, was werten wir denn auf? Die Tür, würde ich sagen. Die Rampe. Ne? Ach so, da brauche ich Zement für. Alles klar, haben wir sogar noch welchen da. Habe ich da mitgebracht, ne? Machen wir hier 20. 30 Stück haben wir. Werten wir die Rampe gleich auch noch auf. Hier drüben auf der Seite. Dasselbe. Scheiße, reicht schon nicht mehr an Ziegeln. 15 für ein Fundament. Das wird auch nicht rechtzeitig fertig, das kann ich jetzt schon sagen. So. Mal vielleicht nochmal 30 Zement machen. Nee. Eigentlich nur noch 12 sogar. Na gut, zwei Fuhren. Um zumindest außen ein bisschen was aufzuwerten. Ich weiß nicht, ob wir hier im Felsen was aufwerten müssten. Also auf den Seiten links und rechts. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie einer zwischenbackt. Das wäre nicht so gut. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Ziegel. Damit ich hier noch zumindest die zwei Außen hier aufwerten kann und die eine. Das sind 8, die brauchen auch 8, ne? 24. 24. Und ich habe gar keine mehr, okay. Ja, nützt ja nichts, müssen wir noch schnell 24 Ziegel anwerfen. Ein bisschen Metall brauchen wir auch noch. Um die Türen zu verstärken. Schmeiß die Schmelzer nochmal an. Ja. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, komm. So. Lass mal durchrauschen. Eigentlich brauchen wir erstmal nur noch einen. Können wir eine Tür schon mal machen.
Schon wieder so viele Sachen gleichzeitig gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Dach müssen wir, glaube ich, auf später nochmal verschieben. Achso, Ziegel wolltest du machen. Jetzt weiß ich es wieder. Schon mal vorbereiten, dass die schon mal trocknen können. So, jetzt aber. Mein Gott. So. Das geht leider immer noch nicht anders. Du bist hier immer noch hier am Rumdödeln. So. Wie viel? 24. Okay. Dann dürfte das ja schon mal 20 werden. Dann machen wir die anderen 4 auch gleich noch. Die sollten wir gerade noch so ins Inventar kriegen. Haben wir hier noch Sand drin rumfliegen oder Lehm? In passender Menge? Mal draußen gucken. Ein Stein. Oh. Und das nehmen wir noch eben zum Schmelzen mit rein. Oh, ich habe schon wieder irgendwas. Was ist denn los? Ach du Jemine, ich bin jetzt schon müde. Lass mal eine Kleinigkeit essen. Oh, hier haben wir ja noch eins. Energie plus 2, Energie plus 8, so ein Gürkchen. Oh. Okay. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Merkt man ja kaum. Ich hau mir mal hier die Wassermelone rein. Wir haben noch 2 hier drin rumliegen. Brauchst du auch nichts mehr trinken. Ist das auch voll. Vitamine passt halbwegs. Dann halten wir zumindest noch ein bisschen durch. Sand hat man jetzt hier nirgends mehr, ne? Nee, komm, mach fertig. So und so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Alles klar. Das rein, das rein. Das hier rein. So. Das Schmürgeln. Jetzt wird's aber ganz verrückt. Oh, Mischer schmeißen wir auch nochmal schnell an. Warum nicht hier, wenn hier mal der nächste Wemby endlich kommt? Vermisst sie schon fast. Lass mal durchmischen. Bisschen Zement noch. Dass wir vielleicht noch die eine oder andere Foundation fertig bekommen. Schnell mal die Ziegel. Ach, du hast ja hier noch welche. Habe ich daran gedacht? Nein, habe ich nicht. Ja gut, umso mehr können wir aufwerten. Ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Schlimmste ist bloß, dass ich es schon wieder vergessen hatte. Junge Floki. Da wieder los ist. Schnappen wir uns. Und machen die gleich noch hier rein. Jetzt hast du fertig gemacht. Dann packst du auch darin. So. Können wir ja nochmal einen Hammer zücken, auf jeden Fall. Sehr gut. Da reicht es nicht ganz für. Machen wir beim nächsten Mal.
wenn das Zeug fertig ist soweit. So, dann lass mal hier ein bisschen aufrollen. Schmeißt er erstmal hier rein. Nun kommt der Mulch hin. Sollte ich hier in meiner goldenen Treppe noch was aufwerten? Nicht, dass die mir die kaputt prügeln. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen und was wir da schaffen. So, ich könnte rein theoretisch noch abfahren. Meine Extrahierer, die laufen wahrscheinlich auch über. Da sollte ich mal reingucken. Und ich brauche halt ein bisschen Holz, um das Dach nochmal anzuschauen. Das machen wir dann aber, glaube ich, in der nächsten Runde. Ich kann ja schon mal ein bisschen was besorgen, aber bauen wir das Dach beim nächsten Mal eben noch zusammen. Und dann gucken wir mal, ob es uns gefällt oder ob wir es gleich wieder abreißen können. Gut, dann würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss für die Runde. Zaun haben wir fertig bekommen. Wir sind dabei aufzuwerten. Ich schnapp mir nochmal eben ein Bambi hier. Und es ist eh gleich Schlafenszeit, ne? Also sollten wir dann auch langsam Schluss machen. Was hat denn jetzt schon wieder hier? Achso, er muss sich auch bald hinhauen. Das geht gar nicht mehr anders. Sonst ist schon ganz schusselig im Kopf. Liebe Leute, danke fürs Zusehen. Wie immer hoffe ich, ihr hattet Spaß an der Folge. Und wenn das so war, lasst ihr mir einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. The Infected. Ich hole jetzt nochmal ein bisschen Holz und dann schlafe ich mich nochmal akkurat aus. Oh Gott, hier brauchen wir auch schon wieder Öl. Das wird jetzt auch ein bisschen knapp. Aber fürs Erste reicht es noch. Nach der Schwarmnacht könnten wir ja nochmal was abholen. Aus der alten Base, ne? So, also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.